Der 10-jährige Ali wird tot aufgefunden. Seine Leiche liegt in einer Tiefkühltruhe. In dieser Reihenhaussiedlung in Dorsten geschah das schreckliche Verbrechen. Er sagte, ich bleibe im Gefängnis, damit so etwas einem Kind nicht noch einmal passiert. Ich wollte nach Hause gehen, da hat Ali gesagt, ja, geh du schon mal voraus und ich komme nach. Sich von solchen Ereignissen zu erholen, ist im Prinzip fast unmöglich. Welche Geschichte steckt hinter dem Tod des kleinen Ali? Es ist der 19. Juli 1999. Da verschwindet der 10-jährige Ali plötzlich spurlos. Alle Suchaktionen der Polizei laufen ins Leere. Niemand weiß etwas. Etwa ein Jahr später, im Sommer 2000, macht der Vermieter dieses Hauses in Dorsten eine grauenvolle Entdeckung. Er findet die Leiche des toten Jungen in einer Tiefkühltruhe. Hart, so heißt der Stadtteil im Dorstener Osten. Es ist ruhig, bodenständig hier. Im Sommer 99 wird Hart zum Tatort. In dieser Reihenhaussiedlung in Dorsten geschah das schreckliche Verbrechen. Mitbekommen hat von dem Verbrechen niemand etwas. Und das, obwohl hier mehrere Familien unter einem Dach leben und jeder jeden kennt. Wir waren selber zu der Zeit in Urlaub gewesen. Auch die Familie, die über uns wohnt, war in Urlaub. Der hat das ganze Haus für sich gehabt. Die Rede ist von Carsten B. Er war Mieter der Wohnung, in der die Leiche von Ali gefunden wurde. Was ist dem kleinen Ali zugestoßen? Wer ist Carsten B. und warum kam man ihm erst so viel später auf die Schliche? Das sind einige Fragen, denen ich in diesem Film nachgehen möchte. Außerdem bekommt der Fall Jahre später nach der Verurteilung des Täters noch eine ganz besondere Wendung, die es so vermutlich nur sehr selten gibt. Ich bin nach Essen gefahren. Hier treffe ich mich mit dem Anwalt von Carsten B., der mir mehr Hintergründe zur Tat erzählen wird. Volker Schröder. Wer ist Carsten B.? Als ich Carsten B. kennenlernte, war er Mitte 20. Er war Friedhofsgärtner von Beruf, hatte auch schon ein 2 Jahre altes Kind. In der Kindheit ergab sich, dass er schon aufgrund diverser Wutanfälle psychiatrisch behandelt werden musste. Er befand sich 6 Monate in einer Therapieeinrichtung. Er war auch, weil die Eltern mit ihm nicht zurechtkamen, auch zeitweise in einem Heim, bis die Mutter ihn dann wieder nach Hause zurückholte. Was machte Carsten B. auf Sie für einen Eindruck? Also ich lernte ihn kennen im Rahmen der Verkündung des Haftbefehls. Er war sehr introvertiert und in sich gekehrt und recht still. Nicht besonders wortgewandt und man musste alles bei ihm aus der Nase herausziehen. Bei seinen Nachbarn fiel Carsten B. eher durch positive Eigenschaften auf. Er soll immer nett gegrüßt haben, soll sehr hilfsbereit und liebenswürdig gewesen sein. Er soll auch nie mit einem fremden Kind an seiner Seite gesehen worden sein. 2 Jahre vor der Tat soll er auch eine Beziehung gehabt haben mit einer Frau, die auch von ihm schwanger war. Und später, nach dem Ende der Beziehung, soll er wechselnde Bekanntschaften gehabt haben, laut Aussagen der Nachbarn. Woher kannten sich Ali und Carsten B. eigentlich? Sie hatten sich Monate vorher schon mal am Kanal getroffen. Carsten B. hatte dort gezeltet, war mit anderen Freunden unterwegs und da war zufällig auch Ali dabei. Und irgendwie kam man ins Gespräch und bei dieser Gelegenheit haben sie sich kennengelernt. Und später gab es da noch mehr Begegnungen? Sie haben sich häufiger gesehen und weil man sich vom Sehen her wiedererkannt hat, hatte man sich gegrüßt, mal vielleicht ein paar Worte gewechselt und dann ist man wieder getrennten Weges weitergegangen. Es war also keine Freundschaft zwischen den beiden, allein schon auch aufgrund des Altersunterschiedes. An dieser Stelle möchte ich euch etwas über Ali, dem Opfer, in diesem Fall erzählen. Er war 10 Jahre alt, als er starb. Er hatte libanesische Wurzeln und lebte mit seiner Mutter und 6 Geschwistern in einem Haus in Dorsten, etwa 3 Kilometer von hier entfernt. Ich hätte natürlich sehr gerne mit jemandem aus Alis Familie gesprochen, aber ich konnte niemanden ausfindig machen. All meine Recherchen, sei es bei Behörden und der Stadt Dorsten, jemanden ausfindig zu machen, eine Person, die Ali kannte, waren erfolglos. Kommen wir zu dem Tattag. Wie kam es eigentlich dazu, dass der kleine Ali mit Carsten B. mitging? Beide trafen sich wieder und Carsten B. war mit seinem Fahrrad unterwegs, hatte für sein Kaninchen Streu mit. Das machte Ali ein bisschen neugierig, fragte, was denn das Ganze sei. Carsten B. erzählte ihm, dass er ein kleines Kaninchen zu Hause hätte.
Ein Zehnjähriger findet sowas interessant und wollte das Kaninchen auch gerne sehen. Und insofern hat er es geschafft, dass sie beide dann nach Hause gegangen sind und sind in seine Wohnung gekommen. Zu Carsten. Zu Carsten B. Wenn die Neugierde da ist, ein Kaninchen zu sehen, da muss man sich ja erstmal nichts Böses bei denken. Das war völlig ungefährlich zu dem Zeitpunkt. Wobei der eine war ein junger Mann oder ein Mann von 24, der andere war ein Kind von 10 Jahren. Ja, aber wir können nicht unterstellen, dass Carsten B. zu dem Zeitpunkt schon vorhatte, dass er diesem Jungen was antun wollte. Mhm. Das hat sich sicherlich, so hat es auch später geschildert, erst aus der Situation ergeben. Was dort passiert ist, dazu komme ich später. Ich möchte jetzt erstmal einer anderen Frage nachgehen. Wenn Ali, so wie viele andere Kinder auch, gelernt hat, dass man mit niemandem einfach so mitgeht, in kein fremdes Auto steigen darf oder sich durch Schokolade locken lassen soll, warum ging der 10-Jährige dennoch mit in die Wohnung von Carsten B.? Das will ich mir von einem Experten erklären lassen. Ich treffe den Psychologen und Geschäftsführer des Kölner Zentrums für Trauma- und Konfliktmanagement, Thomas Weber. Zwischen Ali und Carsten B. bestand ja kein wirkliches Vertrauensverhältnis. Warum ist der Junge also trotzdem mit in die Wohnung von Carsten B. gegangen? Wie ordnen Sie das psychologisch ein? Naja, der Junge kannte den Täter, also es ist ja kein unbekanntes Verhältnis und es hatte da tatsächlich ja auch schon ein Anbahnungsverhältnis, das heißt, es gab ja im Vorfeld Kontakt. Und durch das Zeigen des Tieres war natürlich ein Interesse bei dem Jungen geweckt. Das heißt, der Junge wird sich in diesem Moment nichts Schlimmes dabei gedacht haben, mit jemandem mitzugehen, den er ja schon im Vorfeld gekannt hat. Und gerade wenn die Neugier des Kindes durch das Tier geweckt wird, ist das natürlich sehr, sehr einfach auch für potenzielle Täter, dann solche Kinder auch mitzubekommen. Letztlich bleibt es ja trotzdem ein flüchtiger Bekannter, oder? Oder ist es dann für ein Kind was anderes, wenn man jemanden schon mal gesehen hat und dann kann man mit ihm mitgehen? Ein Kind auch in diesem Alter kann nicht einschätzen, dass dann eventuell von der Person dann auch eine Gefahr ausgeht. Also das ist außerhalb des Erwartungshorizonts des Kindes. Mhm. Eigentlich der älteste Trick, nur wie gesagt, auch hier nochmal das Kind bitte in Schutz nehmt. Na, es ist nicht der fremde Täter, es ist nicht der komplett Fremde, der versucht, das Kind in irgendeiner Form ins Auto zu locken oder ähnliches, sondern es gab halt im Vorfeld diese Bekanntschaft. Und dann ist es Tätern durch Manipulation eigentlich relativ einfach, das Opfer dann auch mitzubekommen. In der Wohnung von Carsten B. angekommen, holt der 24-Jährige sein Kaninchen aus dem Käfig und Ali spielt ein wenig mit dem Tier. Danach setzt sich der kleine Junge neben Carsten B. auf die Couch und ich wünschte, es wäre dabei geblieben, aber es kommt leider anders. Der Angeklagte, der seit einiger Zeit keine sexuellen Kontakte mehr hatte, wurde durch die körperliche Nähe des Kindes sexuell angeregt und es verlangte ihn danach, sich sogleich sexuelle Befriedigung zu verschaffen. Was dann genau passiert ist, habe ich im Urteil nachgelesen. Über die Details möchte ich aber nicht berichten. Ich möchte und muss auch das Opfer und seine Angehörigen an dieser Stelle schützen. Carsten B. berichtet in seiner Zeugenvernehmung bei der Polizei, dass Ali anfänglich ja auch bei diesen sexuellen Handlungen mitgemacht hat. Wie ordnen Sie das ein? Sehr wahrscheinlich hat das Kind nicht einschätzen können, um was es eigentlich geht. Das heißt, das ist typisches Manipulationsverhalten von solchen Tätern. Der sexuelle Missbrauch, die sexualisierte Gewalt geht meistens erstmal nicht durch brachiale Gewalt aus, sondern durch Manipulation, dass dem Kind etwas nahegelegt wird, dass dem Kind sozusagen Dinge einfach aufoktroyiert wird, wovon erstmal keine Gewalt oder Ähnliches ausgeht. In dem Moment, wenn der Täter sozusagen das Opfer versucht, im wahrsten Sinne des Wortes weich zu kochen, wird es mit Belohnungen arbeiten. Das heißt, wenn du dieses oder jenes machst, dann wirst du entsprechend belohnt. Das ist das, was wir auch bei Missbrauch innerhalb von Familien oder Ähnliches kennen, sodass das in der späteren Verarbeitung oftmals für Opfer genau das Riesenproblem ist, dass sie dann nämlich sagen, ich habe doch mitgemacht, ich habe doch die Belohnung angenommen, aber in der Situation das auch nicht anders hätten einschätzen können. Carsten B. hat den kleinen Ali also sexuell missbraucht. Das Gericht beschäftigte sich unter anderem mit der Frage, ist Carsten B. pädophil oder weshalb hat er sich an einem kleinen Kind vergangen? Was stellten denn die Gutachter vor Gericht fest über Carsten B.'s Motiv, ein Kind missbraucht zu haben? Das war schwierig, seine Sexualanamnese herauszufinden. Er hatte immerhin schon ein 2 Jahre altes Kind. Mhm. Er hatte Kontakt zu Frauen. Es sind auch seine früheren Freundinnen vernommen worden. Er hatte aber auch gleichgeschlechtlichen Kontakt zu anderen jungen Männern. Er war zumindest bisexuell.
Ob er tatsächlich eine pädophile Neigung hatte, das konnte aufgrund dieses einen Falles nicht wirklich festgemacht werden. Ich glaube, es wäre eher ein Gelegenheitsopfer, dass er gezielt sich ein Kind ausgesucht hatte zum Ausleben seiner Fantasien. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Es findet sich bei ihm auch kein Hinweis auf Sadismus. Soweit er selbst als Kind sexuelle Gewalt erlebt hat, findet sich in dem konkreten Geschehen kein Ansatz für dessen Reinszenierung. Allenfalls hat ihn die Erinnerung an seine früheren Erlebnisse mitmotiviert. Diese Frage und juristische Einschätzung um Carsten B.'s sexuelle Neigung wird später im Film noch eine Rolle spielen. Jetzt erstmal zurück zum Tatgeschehen. Irgendwann wehrt sich Ali gegen Carsten B.'s Missbrauch. Ist das auch vielleicht der Zeitpunkt, wo er endgültig realisiert, hier passiert was Falsches? Es gibt diese sogenannten weichen Formen des Missbrauchs. Das heißt, der Täter versucht sich das auch ein Stück weit selbst schön zu reden. Ich habe das Kind ja belohnt, das Kind wollte ja, das Kind hat eventuell auch eine gewisse Form der Sexualität gezeigt. Was totaler Blödsinn ist, weil kindliche Sexualität ist mit Erwachsenen-Sexualität überhaupt nicht kompatibel. Das merken Sie ja auch daran, das ist das, was der Täter ja auch in der Aussage gesagt hat, dass sich bei dem Jungen da diesbezüglich auch nichts regte. Aber spätestens in dem Moment, wo es in einer konkreten sexuellen Handlung ging, als es mit Schmerzen begonnen hat, können wir davon ausgehen, dass das für den Jungen sofort eigentlich eine sehr heftige, traumatische Situation war. Das war sie vorher schon, aber erstmal nicht so sehr erkennbar für den Jungen. Das wäre eher retrospektiv, wenn der Junge älter geworden wäre, dann sehr wahrscheinlich ein Problem geworden. Als der Angeklagte ihn darauf freiließ und zugleich entschuldigend und beruhigend auf ihn einsprechen wollte, sprang der gepeinigte Junge jedoch weiter schreiend von der Couch auf und wollte in Richtung Zimmertür fliehen. Der Angeklagte wollte eine Flucht des Kindes verhindern, setzte ihm wenige Schritte nach und fasste ihn mit seiner Hand um den Hals, worauf der Junge begann laut um Hilfe zu schreien und auch rief, er werde alles zu Hause erzählen. Als ich das gelesen hatte, musste ich echt erstmal durchatmen. Diese Tat ist so grausam, aber es kommt leider noch schlimmer. Nach dem Missbrauch an Ali entschloss sich Carsten B., den kleinen Jungen nun auch noch umzubringen. Warum? Wir haben von Carsten B. gehört, dass Ali Schmerzen hatte, schrie, zu seinen Eltern gehen wollte, ihn anzeigen wollte. Davor hatte er natürlich Angst. Er wollte nicht als Straftäter ermittelt werden, insbesondere nicht wegen eines solchen Deliktes, sodass er sich dann entschlossen hatte, ihn zu erwürgen und zu töten. Das heißt also, um die Straftat des Missbrauchs zu verdecken. Das ist nun ein klassisches Mordmerkmal. Deshalb ist Carsten B. auch wegen eines Mordes angeklagt worden. Ali ist tot. Carsten B. hat ihn mit seinen eigenen Händen erwürgt. Er weiß erst nicht, wie er den Leichnam des Jungen unauffällig aus seiner Wohnung schaffen soll. Dann kommt ihm eine Erinnerung aus einem Film, wo eine Leiche in einer Gefriertruhe versteckt wurde. Genau das macht Carsten B. dann auch. In seinem Wohnzimmer steht nämlich eine große Gefriertruhe. Er legt Alis Leiche da rein, in der Hoffnung, dass ihm irgendwann eine bessere Lösung einfallen wird. So wird Carsten B. es hinterher bei der Polizei aussagen. 5 Autominuten vom Tatort entfernt lebte Ali in diesem Haus. Sein älterer Bruder erinnert sich auch noch heute ganz genau an den Tag, als der 10-Jährige verschwand. Wir waren da so in der Stadt, so, haben so eine Stunde gespielt. Ich wollte nach Hause gehen, da hat Ali gesagt, ja, geh du schon mal nach vorne, ich schon mal voraus und ich komme nach. Also, da haben wir so eine Stunde gewartet, 2 Stunden, haben wir den nicht gefunden. Also sind wir suchen gegangen in der Stadt, ist er nicht gekommen. Also haben wir den. Da haben wir die Polizei benachrichtigt, die haben das also nicht so ernst genommen. Alis Mutter gab noch am selben Abend eine Vermisstenanzeige auf und löste damit eine große polizeiliche Suchaktion nach dem Kind aus. Weil man es zuletzt mit dem Angeklagten gesehen hatte, suchte ihn am nächsten Tag ein Polizeibeamter in seiner Wohnung auf, um ihn zu befragen. Man suchte Zeugen und man fand auch einen Zeugen, der berichtet hatte, dass der kleine Ali mit Carsten B. auf der Straße gesehen wurde. Man hatte berichtet, dass die ein Stück zusammengegangen sind. Das war der Anlass dafür, dann auch bei Carsten B. anzuklingeln und nachzufragen, ob er irgendwas zu dem Ali sagen könne. Und was kam dabei raus? Was konnte ermittelt werden? Er hatte zugegeben, dass er mit ihm ein Stückchen zusammen des Weges gegangen war. Dann berichtete er, dass der eine dann nach links, der andere nach rechts gegangen sei. Das war nicht zu belegen, das war nicht auffällig. Auffällig wäre es gewesen, wenn er es bestritten hätte. Dann wären sämtliche Alarmlampen angegangen. Aber da er das genauso bestätigt hatte, was man vorher schon wusste, hatte man sich mit dieser Antwort zufrieden gegeben.
Bei diesem Gespräch saß der Polizeibeamte auf der Couch, neben der die Tiefkühltruhe mit dem toten Kind stand. Als nun der Motor der Tiefkühltruhe geräuschvoll ansprang und der Beamte in diesem Moment zur Truhe blickte, fuhr dem Angeklagten ein gewaltiger Schrecken in die Glieder und von dem Beamten unbemerkt ließ er vor Angst unter sich. Warum hat die Polizei Carsten B. dann aber nicht stärker unter die Lupe genommen, durchleuchtet oder sogar vielleicht festgenommen als Tatverdächtigen? Er hat sich unauffällig verhalten, hat die Fragen beantwortet, da gab es keine Widersprüche drin und insofern war die Polizei mit diesen Antworten zunächst zufrieden. Es gab keine Hinweise zunächst, speziell Carsten B. weiter zu durchleuchten. Das waren die ersten Maßnahmen, die durchgeführt wurden am nächsten Tag. Es war eine Vermisstensache zunächst einmal, man konnte ja noch nicht davon ausgehen, dass tatsächlich ein Tötungsdelikt im Raum stand. Im Gerichtsurteil konnte ich nachlesen, dass Carsten B. 4 Jahre vor dieser Tat schon mal eine Person sexuell missbraucht hat. Seinerzeit wurde auch gegen ihn wegen sexueller Nötigung ermittelt. Ali war im Nachgang ja 13 Monate lang vermisst. Keiner wusste, wo er ist, was mit ihm passiert ist. Wie ordnen Sie das ein, dass Carsten B. in all dieser Zeit und obwohl er sogar, ja, obwohl man gegen ihn wegen sexueller Nötigung einige Jahre vorher ermittelt hat und er Polizei bekannt war, trotzdem ist dahingehend nichts passiert und man hat ihn irgendwie intensiver durchleuchtet? Die Polizei tapste ja erstmal im Dunkeln. Es gab einen Monat lang eine Kommission, 12-köpfig, die in alle Richtungen ermittelt hatten. Man hatte auch ist davon vielleicht auch ausgegangen, dass Ali freiwillig irgendwo verschwunden ist. Da gab es diverse Ansätze zu. Einmal war sein Vater 2 Jahre zuvor abgeschoben worden. Man hat überlegt, ob er vielleicht zu seinem Vater wollte, dass er bei Verwandten war. Es gab Hinweise, dass er den geplanten Schulwechsel nicht machen wollte, sich deshalb vielleicht aus dem Staub gemacht hatte. Es gab Zeugenaussagen, die ihn kannten, die ihn wenige Tage später in Gelsenkirchen gesehen haben wollen. Das heißt, man ging zunächst erstmal tatsächlich noch von einer vermissten Sache aus, vielleicht sogar freiwillig, dass er untergetaucht ist. Man hatte noch nicht auf dem Schirm, zu dem Zeitpunkt jedenfalls, dass hier ein so schlimmes Delikt im Raum bestand. Insofern erklärt es sich auch, dass man zunächst auf die einzelnen Beteiligten vielleicht noch nicht so genau geschaut hat. Wurde denn die fehlende Ermittlungsarbeit dahingehend, Carsten B. mal näher zu durchleuchten, vor Gericht später vielleicht auch seitens des Richters kritisiert? Es ist nie bemängelt worden, dass man da hätte auch anders ermitteln können. Das war auch kein Thema und Sie müssen überlegen, wir haben für diesen Prozess 1 Tag gebraucht. In der heutigen Zeit würde man selbst bei einem geständigen Täter 5 bis 6 Tage für solch ein Verfahren benötigen. Das Ganze ist ruckzuck über die Bühne abgewickelt worden. Er war geständig. Die Feinheiten des sexuellen Missbrauchs wollte man überhaupt nicht hören. Man wusste, er hat den Mord gestanden und dann wollte man auch schnell zu einem Ergebnis kommen. Es ist alles nicht hinterfragt worden. Wie finden Sie das? Also, weil einige Sachen hätte man hinterfragen können. Immerhin war das Kind 13 Monate lang verschwunden. Die Familie und die Angehörigen haben in dieser Zeit Hoffnung gehabt, dass das Kind noch lebt. Hatten wahrscheinlich Todesangst um das Kind. Also da hätte man da nicht irgendwie mal drauf eingehen müssen, weil Carsten B. hätte ja vorher viel früher gefasst werden können. In der heutigen Zeit würde man das sicherlich mehr durchleuchten. Das Ganze ist jetzt über 20 Jahre her. Das hatte man damals so nicht auf dem Schirm und muss ja bedenken, dass sogar erst zunächst gegen die eigene Familie ermittelt wurde, ob die irgendwas mit dem Verschwinden des Jungen zu tun haben. Das hat sich nicht bewahrheitet. Das war die Geschichte, dass der Vater eben 2 Jahre zuvor abgeschoben worden ist. Das war alles so im Fokus. In den ersten Wochen nach der Tat wird Carsten B. 3-mal von der Polizei vernommen. Immer wieder beteuert er, mit dem Verschwinden von Ali nichts zu tun zu haben. Die Polizei glaubt ihm, trotz der Erkenntnisse, dass er die letzte Person war, mit der Ali gesehen wurde und gegen ihn nur 3 Jahre zuvor wegen der sexuellen Nötigung ermittelt wurde. Zu keinem Zeitpunkt in 13 Monaten kommt Carsten B. der Polizei zumindest mal als tatverdächtig in Betracht. Stattdessen lebte Carsten B. etwa 1 Jahr lang weiter in seiner Wohnung, hatte mehrfach Besuch von Freunden, die auch unter anderem bei ihm übernachtet haben und nichts von der Kinderleiche in der Tiefkühltruhe im Wohnzimmer wussten. Das ist alles so unfassbar. Mir ist außerdem noch eine andere, ich nenne es mal Ungereimtheit, aufgefallen, und zwar in der Ermittlungsakte der Polizei. Ich möchte es mal vorlesen, einfach um die Ermittlungsarbeit der Polizei auch ein bisschen transparent zu machen, dass man so ein bisschen versteht, was damals gewesen ist. Da steht, dass am 21. Juli 1999, also 2 Tage nach dem Verschwinden
des kleinen Ali eine Ermittlungskommission zur Ermittlung des Aufenthaltsortes des vermissten Jungen eingerichtet wurde. Diese Kommission wurde am 20. August 1999 wieder aufgelöst, da der Aufenthaltsort des vermissten Jungen nicht ermittelt werden konnte. Sprich, genau einen Monat später, also diese Ermittlungskommission hat es einen Monat lang gegeben. In einem Fall, wo es um ein 10-jähriges vermisstes Kind geht, wurde diese Kommission aufgelöst. Man hat also auf weitere Ermittlungen verzichtet. Wie kann das sein? Man hatte keine weiteren Ansatzpunkte, wo man noch weiter hätte ermitteln können. Insofern hat man dann nach einem Monat, nachdem Fahndungsmaßnahmen, man hat in der Nähe ist ein Kanal, man hat da nach Tauchern geschickt, man hat alles untersucht, das keinen Erfolg gebracht hat, hat man dann nach einem Monat, sicherlich für ein vermisstes Kind sehr früh, diese Kommission wieder geschlossen. Man hätte sie vielleicht in kleinerer Mannschaft weiterlaufen lassen können, um weiter zu ermitteln. Dass man sie komplett geschlossen hat, ist sicherlich sehr auffällig. Eine kleine Mannschaft, ein, zwei Leute, hätte man weiter ermitteln lassen können. Das wäre sicherlich angezeigt gewesen. Und auch das wurde vor Gericht aber nicht thematisiert oder irgendwie bemängelt? Das war im Prozess überhaupt kein Thema. Ich habe der Polizei Recklinghausen, die damals im Fall Ali ermittelt hatte, meine offenen Fragen gestellt und um eine Stellungnahme gebeten. Nämlich, warum wurde Carsten B. nicht intensiver durchleuchtet und man hat ihn von Anfang an als Zeugen und nicht irgendwann mal in 13 Monaten auch mal als Tatverdächtigen geführt, obwohl er die letzte Person war, die an Alis Seite gesehen wurde? Und warum wurde die Ermittlungskommission nach nur einem Monat wieder aufgelöst, obwohl Ali noch immer verschwunden war? Es gibt genug anderer Beispiele von vermissten Kindern, wo die Ermittelnden über Monate, ja über Jahre hinweg das Kind suchen. Wieso ist das nicht auch im Fall Ali geschehen? Auf Nachfrage teilte mir die Staatsanwaltschaft Essen mit, dass die im Mordfall Ali damals zuständigen Ermittler der Polizei sowie Sachbearbeiter der Staatsanwaltschaft heute nicht mehr im Dienst seien. Für eine schriftliche Stellungnahme zu meinen Fragen stand die Essener Staatsanwaltschaft nicht zur Verfügung. Carsten B. wird am Ende nicht durch gute Polizeiarbeit oder durch die Polizeiarbeit als solche überführt, sondern durch einen Zufall. Nämlich wie? Carsten B. hatte die Miete nicht weiter gezahlt. Der Vermieter hat den Strom abgesperrt. Carsten B. saß jetzt im Trockenen und im Dunklen, sodass er dann ziemlich blauäugig, er musste wissen, dass das irgendwann aufkippen wird, die Wohnung einfach mit der Kühltruhe und der Leiche innen drin verlassen hatte. Und dann kam der Vermieter in die Wohnung? Der Vermieter hat dann die Wohnung geöffnet, die Kühltruhe geöffnet und es muss für ihn auch eine ganz schreckliche Erfahrung gewesen sein, einen Jungen dann in dieser Kühltruhe gefunden zu haben. Und man kam dann natürlich auch sofort auf die Idee, um wen es sich hier handelte. Wobei man sagen muss, bestimmt ein Schock, aber gut, auch für die Angehörigen und die ganze Geschichte, dass der kleine Ali endlich entdeckt wurde. Nachdem Carsten B. seine Wohnung verlassen hatte, kommt er bei einem Freund in Gladbeck unter. Der Polizei gelingt es, seinen Aufenthaltsort zu ermitteln. Er wird festgenommen und angeklagt. Prozessauftakt heute Morgen vor dem Essener Landgericht. Der Angeklagte wird in den Gerichtssaal geführt. Schweren sexuellen Kindesmissbrauch und Mord wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor. Vom Schmerz um ihren Sohn gezeichnet, die Mutter des 10-jährigen Ali. Als Nebenklägerin nimmt sie am Verfahren teil. Noch einmal muss sie mit anhören, was der Angeklagte ihrem Kind angetan hat. Mir tut die Mutter und die Familie von Ali so sehr leid. Sie lebten ein Jahr lang in der Hoffnung, den 10-Jährigen doch noch lebend wiederzusehen, aber vergeblich. Ich kann mir den Schmerz der Angehörigen nicht annähernd vorstellen. Sie betreuen ja auch Opfer und Angehörige von traumatischen Erlebnissen. Was macht so eine grausame Tat mit Hinterbliebenen? Für Hinterbliebenen sind solche Taten der Worst Case. Das heißt, sich von solchen Ereignissen zu erholen, ist im Prinzip fast unmöglich. Vor allen Dingen, wenn wir hier die vorliegende Tat sehen, die Eltern wussten praktisch fast ein Jahr nicht, was eigentlich mit dem Kind ist. Es ist tot, lebt es noch. Es ist so die schlimmste Situation, die sie sich als Eltern vorstellen können. Mhm. Das heißt, sie verlieren nicht nur das Kind, sie können noch nicht mal abschließen, sondern sie haben immer wieder Hoffnung, dann wird die Hoffnung zerstört. Das Einzige, was man versucht, ist, mit dem Ereignis zu leben. Aber das Ereignis vergessen oder das Ereignis komplett beiseite zu drücken, das gelingt nur sehr, sehr selten. Trauma braucht Zeit, Zeit alleine halt keine Wunden. Aber was
Eltern, die so etwas erleben, vor allen Dingen brauchen, ist Verständnis und Fürsorge und Zuspruch von der Gesellschaft und auch von den Personen direkt um sie herum. Gott sei Dank gibt es mittlerweile in Deutschland immer mehr Hilfsangebote für Betroffene, auch für Betroffene von Mordopfern, weil auch von staatlicher Seite über das Opferentschädigungsgesetz Hilfen, weitestgehende Hilfen, dann an der Stelle auch zur Verfügung gestellt wird. Können sich Opfer und Hinterbliebene ganz konkret dran wenden? Gibt es vielleicht irgendwelche Adressen oder Stellen, die Sie empfehlen können? Es gibt beispielsweise in Nordrhein-Westfalen ein Netz von Traumaambulanzen. Das heißt, das gilt nicht nur für Hinterbliebenen von Mordopfern, sondern es gilt für Gewaltopfer generell, wo sie sich relativ schnell hinwenden und auch sehr schnell einen Termin bekommen. Auch der Weiße Ring kann hier durchaus helfen. Der Weiße Ring kann vor allen Dingen dafür sorgen, dass die Personen dann entsprechend bei Behördengängen oder Ähnliches unterstützt werden. Im Prozess um den Sexualmord an dem 10-jährigen Jungen aus Dorsten hat die Staatsanwaltschaft heute lebenslänglich gefordert. Wie das Gericht in Essen mitteilte, wird dem Angeklagten besonders schwere Schuld vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft will erreichen, dass eine vorzeitige Entlassung des 25-Jährigen aus der Haft erschwert wird. Der Angeklagte ist körperlich und geistig gesund. Er wusste und wollte, was er tat. Er war sich des Unrechts seines Tuns bewusst und in der Lage, nach dieser Einsicht sein Handeln zu steuern. Er ist uneingeschränkt schuldfähig. Er ist nicht schwachsinnig, stand zur Tatzeit weder unter dem Einfluss von Drogen noch unter dem vom Alkohol. Er leidet unter keiner psychiatrischen Erkrankung. Wenigstens bleibt der Familie von Ali ein langer Prozess erspart. Denn Carsten B. räumt die Tat vor Gericht vollumfänglich ein. Der Angeklagte wird wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes und wegen Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Die besondere Schwere seiner Schuld wird festgestellt. Besondere Schwere der Schuld, das heißt, Carsten B. wird nicht automatisch nach 15 Jahren Freiheitsstrafe entlassen, sondern eine Kommission prüft alle paar Jahre, ob er als resozialisiert gilt und wann er in Freiheit kommen darf. Aber dann kommt es zu einer besonderen Wende, die es so vermutlich nicht oft gibt. Carsten B. will auf eigenen Wunsch hin nicht mehr in Freiheit kommen, obwohl er es offiziell dürfte. Was hat er Ihnen gesagt, warum möchte er nicht in Freiheit kommen? Das war für mich ein sehr erschreckendes Gespräch und das habe ich in der Form auch noch nie so erlebt. Er sagte, ich habe Angst, dass wenn ich rauskomme, dass ich so etwas noch einmal mache. Wenn er sich an seine frühere Tat erinnert, hat er Lust. Er hat eine sehr angenehme Erinnerung an das Sexuelle, was vorher gelaufen ist. Und er möchte nicht, dass ein Kind so etwas noch einmal mitmacht. Und weil er Angst hat, dass so etwas noch einmal passiert, ganz konkret, hat er diese Befürchtung, sagt er, da möchte ich einen Riegel vorschieben. Ich bleibe im Gefängnis, damit so etwas einem Kind nicht noch einmal passiert. Okay, der erste Impuls, den man haben könnte, wäre so, ja, in einer gewissen Art und Weise verantwortungsvoll. Aber wurde er denn in all den 20 Jahren im Gefängnis nicht auch therapiert? Er hat sämtliche Therapiemöglichkeiten ausgeschlagen. Er wollte nicht therapiert werden. Er hat auch mehrfach versucht, sich in der JVA das Leben zu nehmen. Ich weiß zumindest von 3 Suizidversuchen. Das hat nie geklappt. Und er hat sich jetzt damit arrangiert, dass er tatsächlich bis zu seinem Lebensende in Haft bleibt. Das möchte er auch. Das ist seine Entscheidung. Und nachdem ich dann der Staatsanwaltschaft und dem Landgericht das auch mitteilen durfte, wird eine entsprechende Prüfung jetzt auch nicht mehr stattfinden, ob der Rest dann irgendwann mal zur Bewährung ausgesetzt werden soll. Sollte er selber von sich aus einmal sagen, ich möchte jetzt doch therapiert werden, möchte doch jetzt raus, dann würde die gesamte Prüfung nochmal beginnen. Aber da er selber gesagt hat, ich will es nicht, lehnt es ab, bleibt er einfach tatsächlich sein Leben lang, bis er stirbt, im Gefängnis. Ist das juristisch überhaupt möglich, dass ein Insasse auf eigenen Wunsch hin für immer im Gefängnis bleiben will? Das geht in diesem Fall, weil er kommt ja nur dann aus der lebenslangen Strafe raus, wenn er im Grunde ein Sachverständiger sagt, es geht von ihm keine Gefährlichkeit mehr aus. Da diese Prüfung nie stattfindet, muss er also zwangsläufig im Gefängnis bleiben. Er kann es auf diesem Wege im Grunde erzwingen, im Gefängnis zu bleiben. Wie bewerten Sie das als Psychologe, dass Carsten B. auf eigenen Wunsch hin für immer inhaftiert bleiben möchte? Und gibt es häufiger, dass Mörder oder Kinderschänder sagen, ich sollte für immer im Gefängnis bleiben? Solch ein Verhalten kommt vor, aber wir müssen das bei ihm vielleicht sogar in einem ganz anderen Zusammenhang sehen, weil er selbst ja auch in der Vernehmung bzw. in den Unterlagen sagt,
dass er normalerweise davon ausgegangen ist, dass ein Kinderschänder, ein Kindermörder auch selbst getötet werden sollte. Das, was er ja auch selbst versucht hatte. Das heißt, für ihn ist klipp und klar, die Bestrafung muss sein, dass ich hier an der Stelle nicht mehr rauskomme, weil ich glaube, auch die größte Katastrophe wäre tatsächlich, wenn er rausgeht und diese Tat dann nochmal wiederholt oder eine ähnliche Tat wiederholt. Dieser Fall lässt mich mit sehr schweren Gefühlen zurück. Die Recherche, vor allem das Lesen des Gerichtsurteils mit all den widerlichen Details, der Missbrauch und der anschließende Tod des kleinen Alis sind für mich nur sehr schwer zu verdauen. Hätte die Polizei Carsten B. mal intensiver unter die Lupe genommen, wäre man vielleicht viel früher auf Carsten B. als Mörder gestoßen. Man hätte den Tod des kleinen Ali nicht verhindern können, aber man hätte 13 lange Monate des Leids und der Hoffnung der Familie ersparen können. Für mich ist es ein Rätsel, warum die Ermittlungskommission nach bereits nur einem Monat die Arbeit eingestellt hat. Es gibt genug Beispiele, wo polizeiliche Ermittlungen deutlich länger gehen, und zwar bis das Kind gefunden wird. Wie denkt ihr darüber nach dem Gucken dieser Doku? Wie geht's euch? Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare. Wenn ihr noch mehr wahre Kriminalfälle aus NRW sehen wollt, dann abonniert gerne unseren Kanal und schaut euch auch mal die spannenden Fälle meiner Kolleginnen und Kollegen an.